Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelung zu einem neuen Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, weiter geht's in der Story. Dort. Natürlich am Ätherhaus. Und was sehe ich da? Wen sehe ich da? Team Skell, natürlich. Die warten vor uns hier vor dem. Die warten auf uns vor dem Ätherhaus. Ja. Fran ist da. Die hat gleich was zu sagen. Wow, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise ja mal richtig schnell abgefertigt. Da bin ich von euch Lamenton gar nicht gewohnt. Bisher habe ich euch ja von eben daher noch von bald nicht fertig machen lassen. Aber um die da kümmere ich mich trotzdem lieber selbst. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Training gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Jo, das will ich sehen. Das will ich sehen, wie du ernst machst. Dann mach mal ernst. Hau rinne. Ich freue mich drauf. Zwei Pokémon hat sie, ein Gölbert. Alles klar. Ja, so viel zu ernst machen. Los, Dave. Mein Gyarados ist aktuell mein schlechtestes Pokémon, mein schwächstes Pokémon. Naja, Eiszahn kann es. Und gegen ein Gölbert. Naja. Ein Gulbert wird es wahrscheinlich doch irgendwas anrichten können. Vermute ich mal, schätze ich so. So, okay, das Gulbert haut auch ordentlich rein. Also, irgendwas kann das Gulbert anrichten. Ja, also gegenüber Dave ist das schon unter Umständen effektiv. Aber Dave hat es da noch hingekriegt, das Gulbert zu besiegen. Und da gibt es ein neues Level, Level 31. Hervorragend. Steve erreicht Level 37. Gut, Pikachu erreicht Level 39. Wir kämpfen natürlich weiter. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. So. Und Windrose soll hier effektiv sein gegen Amphira. Setzen wir es doch mal nicht ein, weil Dave besiegt ist. Ja, Dave ist auch ein guter Name. Los, Lenny! Komm du mal raus. Wir haben dich frisch gefangen im letzten Part. Nein, offscreen habe ich den gefangen. Genau, das wollte ich ja noch erwähnen. Offscreen habe ich mir den Apollo gefangen. Ist das ein Apollo? Ja, wir werden ihn zu einem Gengar entwickeln. Und den habe ich jetzt schon mal Lenny genannt. Ja. Warum ich den wohl Lenny genannt habe. Lenny wurde besiegt. Gengar Gang, Gengar Gang, Gengar Gang. Ja. Sowas von. So. Ja, Lenny hat es nicht lange ausgehalten. Aber das war ja klar. Naja, so klar war es auch nicht, aber. Ja. Ist ja eins der schwächsten Pokémon. Oha, Lea, die hält auch nicht viel aus. Aber Juwelenkraft soll ja sehr effektiv sein. Okay, ja, sehr effektiv, darunter verstehe ich was anderes, aber okay, ja, ist es zumindest nicht ineffektiv. Ja, Lea wurde besiegt. Nice, das ist die Hälfte meines Teams schon weg. Erstaunlicherweise ist Pikachu, glaube ich, der stärkste Pokémon im Team. Ja. Frag mich nicht, wie das passieren konnte, aber ja, so ist es. Bohrschnabel. Auf Amphira, das soll effektiv sein, also machen wir's. Was? Oha! Amphira ist aber auch sehr stark. Kann sich sehen lassen, das Amphira in dem Team. Von Team Skull. Aber wir haben es geschafft mit dem Team. Skull-Vorstand Fran besiegt. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Und dann sehen auch nicht. Das kennt ihr auch nicht mehr. Ja, da haben wir sie besiegt. Was hast du dazu zu sagen?
Mann, du hast echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs dich nicht in 0,6 vom Platz finden können. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du zu Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir einen Pokémon aus dem Hause hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückbringen, musst du zu uns kommen. Und zwar alleine. Und der Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Po willkommen zu heißen. Ja. Nach Po bringt uns unser Weg ersetzt. Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein, hoffentlich geht's allen gut. Ja, das hoffe ich doch. Armes kleines Mangunio. Das werden sie uns büßen. Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug. Ja, auch so ein Wort wieder, das ich nicht aussprechen kann. Schön, schön. Von diesen Hohlschädeln. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Zwergenfee muss allein nach Peru gehen, so wie sie es gesagt haben. In Peru befindet sich das Hauptquartier von Team Skull. Ah, da fällt mir ein. Ich kenne jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Such einfach auf Route 15 einen Mann in einem sehr auffälligen Outfit. Er weiß viel über Pokémon, mit denen man sich übers Wasser fortbewegen kann. Bitte hilf meinem kleinen Mangunio. Ich gebe dir auch das hier dafür. Du weißt doch noch gar nicht, ob ich das mache. Also, wieso dankst du mir denn jetzt schon? Warum gibst du mir jetzt schon eine Belohnung? Also, da weißt du doch ja nicht, ob ich das jetzt mache oder ob ich einfach abhaue und das verspreche, das zu machen und dann einfach, ja, hab ich halt versprochen, aber was soll's? Die Kids glauben eh alles. Du hältst das Item Sonderbonbon. Sonderbonbon wurde in der Medizintasche verstaut. Naja gut, dann retten wir mal ein kleines Trampwiese. Machen wir das für ein Mangunio. Ja, wie ich schon Pokémon Sonne erwähnt habe, ja, es ist eigentlich nicht wert. Also, ich könnte ihm auch, also ihr natürlich ist natürlich ein Mädchen, ich könnte ihr natürlich auch ein Mangunio im hohen Gras fangen, ein Ersatzmangunio. Gäbe es wahrscheinlich hier auch so in der Nähe. Aber ja, ist natürlich dann nicht ihr Mangunio. Das ist dann nicht das Dilde. So, hier müssen wir runter und da müssen wir erstmal ihn hier besiegen. Da geht's mit der Story weiter. Alola. Nächster Kampf. Wisst ihr was? Ich hätte eigentlich zum Pokémon Center gehen sollen und mal mein Pokémon Team aufheilen sollen. Aber komm, den Trainer schaffen auch noch so. Kaum mal hart. Kaum mal hart. Das ist auch ein interessanter Name. Kaum mal hart. Steve, das ist ein interessanter Name. Steve. Los, Nitro-Ladung, Steve. Hauchne. Naja, Hauchne sieht anders aus, aber. Ja, okay. Ja. Kann man gelten lassen, ist ja mein Fehler. Steve wurde besiegt. Nein, nicht Steve. Nein. Pikachu, los, Pikachu, du bist dran. Komm, wir werden das doch wohl hinkriegen, diese zwei Pokémon zu besiegen. Das wäre ja gelacht, ja. Wenn wir jetzt zum Pokémon Center zurück müssten, weil wir hier versagt haben. Giga Volt Funkensalbe. Die Seitattacke von Pikachu. Ich weiß nicht, wie die Typen Vor- und Nachteile sind, aber ich hoffe, das wirkt hier irgendwie. Na komm, hau rinne. Hau ordentlich rinne. Dunkelklaue. Hui, da scheint ein Typ und Vorteil irgendwie vorhanden zu sein. Ja, hat keine Wirkung. Was, die Seitattacke hat keine Wirkung? Das ist cool. Ist auch mal zu sehen. Wurde gar nicht eingesetzt, weil sie keine Wirkung hat. Ja, nö, ist klar. Hoodie, mein letztes Pokémon. Mein zweitstärkstes Pokémon nach Pikachu. Wer ist denn mit Schattenfessel? Das ist eine neue Attacke. Mal schauen, was die so bringt. Badatz! Eine Robin Hood-Attacke mit einem Pfeil. Oh, das hat ihn ordentlich weggehauen. Hoffentlich haut es auch noch das zweite Pokémon weg. Ein Knorrer! Hui! Knorrer, das finde ich toll.
Schatzenfeste. Komm, machen wir das auch noch alle. Und Bogen spannen uns. Zack. Treffer. Hui, das sieht aber viel ab. Hui, 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 hui. Hui, wurde geblockt. Okay, das sieht aber auch ordentlich viel ab. Eieiei. Mist, nochmal Pflücker einsetzen und haben wir es, oder was? Okay, den Knorre sollten wir auch nicht unterachten, ja, unterschätzen. Aber wir haben es ja geschafft. Am Ende zählt doch nur das, was ist, nämlich das, was wir geschafft haben. Und die ist dann auch egal. Alola! Zwingfree gewinnt 2380 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den wilden Trainer hervor. Ja, ein wilder Trainer, genau. So, weiter geht's aber vorher erstmal zum Pokémon Center. Das muss sein, hier mal vor dem nächsten Kampf hier einmal das Team heilen. Ja, so wird's gemacht. Genau so wird's gemacht. So, Team wieder geheilt. Weiter geht's. So, hier ist jemand, der mir weiterhelfen kann. Ich glaube, du bist das, der mir weiterhelfen kann, der die Story voranbringt. Okay. Er sieht wirklich aus. Du bist auf Inselwanderschaft. Und was führt dich an diesen verlassenen Ort? Team Skull? Ich verstehe. Du hast deine Gründe. Wie dem auch sei, ich bin Astor. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Wenn du schon mal hier bist, kannst du erraten, auf welcher Seite der Münze, auf welcher Seite die Münze landen wird, die ich werfe? Zahl, definitiv Zahl. Und was ist es? Sag schon. Wow. Wie um alles in der Welt konntest du das wissen? Ich bin regelrecht geblendet von deinem hellseherischen Spür. Du hast gewonnen. Als Belohnung sorge ich nun dafür, dass du per Pokémon dir von Torheido herbeirufen kannst. Spring am besten gleich auf und mache dich mit ihm vertraut. Torheido kann nun per Pokémon-Mobilfunk herbeigerufen werden. Dankeschön. Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber lass mich doch dir trotzdem einen Tipp geben. Drück den B-Knopf, während du auf Torheido reitest. Kannst du mit dem Torheido-Drüse mühelos Felsen zertrümmern, die dir den Weg versperren. Wenn ich noch etwas anmerken dürfte, am Ende von Route 16 liegt die Stadt Pogen. Dort treibt gerade Team Skull sein Unwesen. Solltest du also dorthin wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. Ja, danke schön für deine Hilfe. Ich bin schon vorsichtig. Jo, Pokémobil nutzen. Torheido! Das ist aber nicht Torheido. Nein, ist es nicht. Das ist Lapras. Das sehe selbst ich. Was heißt selbst ich? Das ist ein Lapras. Ja, das ist ein Lapras. Wie kann ich zu Torheido wechseln? Das wäre mir ganz lieb, wenn ich das könnte. Ah, so kann man das. Torheido-Düse. Und endlich mal testen hier. Bats. Bats, 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 Bats. So. Das hätten wir freigeschalten. Und ein wildes Pokémon im Wasser. Im Wasser wildes Pokémon. Ein Finneon. Ein Finnegon. Ein Fischgesicht. Badams. Da mal die Bestätigung. Ein Finneon. Wie cool. Der Name. Ja. Achso, nein. Hey, da habe ich was verpasst. Da ich meinen Lieblingsmoderator mit wem anders verwechselt. Oh, ja. Gab schon Verwirrung bei einigen Zuschauern. Könnte sein. Oha, ein Kampf. Ich will die beste Schubmacht in der Welt. Ist mir beim Training. Ja, Kid ist halt nicht Finde. Finde ist nicht Kid und Kid ist nicht Finde. Ja, sorry, passiert mal. Sind so viele Namen. Diese Namen, die sich alle ausdenken. Ja, kann man sich schon irgendwie mal verwirren. Ja, ich kann den Namen nicht merken und
Ja, ich bin schlecht im Namen merken und wenn ich mir mal was merke, kann man es auch leicht wieder vergessen. Also verzeiht mir, dass ich den Namen verwurstelt habe. Jupp, das hat nicht sehr viel gebracht. Hat relativ wenig gebracht. Aber vielleicht bringt die Windhose etwas bei einem Fisch. Ja, ist klar. Grüße gehen raus an Finne. Und Grüße gehen raus an Kids. Kids, mein Lieblingsmoderator. Den Finne, den dürften einige von euch kennen. Ich sag nur Sommertour 2017. Und da war er mit dabei in Berlin. Und wenn nicht, könnt das mal nachsuchen. Könnt ihr mal auf meinem Kanal mal danach gucken, danach Ausschau halten. Da kennt ihr ihn. Der Kid, der war, glaube ich, auch schon in einem Video, aber nicht. Der hat sich nicht gezeigt. Der war mal, glaube ich, in einem Animal Crossing Part als Gast mit dabei, also mit seiner Spielfigur. Also insofern waren beide irgendwie in meinen Videos schon mal vertreten. Ja, in meinem Geburtstags-Animal Crossing Part war er mit dabei. Und wo wir beim Thema Geburtstagspart sind, mach ich gerade ein bisschen off-topic. Kann ich schon mal verraten, kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Da habe ich auch schon was Cooles geplant. Ich werde euch noch nicht verraten, was genau, aber da kommen zwei wundervolle Videos, also anderthalb, ja, sind anderthalb Videos. Zwei wundervolle Ideen von Videos online. Also könnt euch am 27. Das ist nicht mein Geburtstag. Ja, ich habe jetzt auch wieder was verwechselt. Und das mit Finne, das war der... Wann war das? Irgendwann zwischen dem 1. und dem 8. September. Wenn ich dann Geburtstag habe. Also, wenn meine Real-Life-Person Geburtstag hat, da habe ich das gedreht. Und am 27.2. an meinem YouTube-Geburtstag, an meinem Kanal Jubiläum, da werde ich auch ein Geburtstagsspecial, also ein Jubiläumsspecial machen. Und da habe ich auch schon was Gutes geplant. Das ist demnächst. Dann bereite ich schon gerade gedanklich alles vor. Freue mich schon ordentlich drauf. Ich werde das jetzt noch nicht drehen. Ich werde das die Tage jetzt mal langsam mal starten. Mal das Ganze vielleicht zu Papier bringen. Das Ganze dann planen und starten und in die Wege leiten. Ja, es ist ja noch ein bisschen hin, ist ja ein paar Tage, glaube ich, noch Zeit dafür. Und ich glaube, es ist auch nicht so anspruchsvoll, so großartig, dass man da halt irgendwie was vorher noch machen müsste. Also ja, es wird ein normales Projekt. Also es wird eine kleine Überraschung. Freut euch drauf. Es wird jetzt nichts Tolles, wofür man einen Webvideopreis verleihen müsste oder wofür man ein Jahr Zeit bräuchte und wofür sonderbar großer Aufwand nötig wäre. Oh, aber Dave hat sich gut geschlagen. Wurde dann aber geschlagen. So, streng dich an, Lenny. Du bist dran. Kommen wir mal wieder zum Spiel zurück. Ich weiß, das ist hier ein bisschen zäh. Da kann man schon mal ein bisschen abschweifen. Tiefschlag ist viel geschlagen. Oh, ja. Na komm, das ist nur ein Trainer am Ufer hier, im Wasser badend. Komm, das wirst du doch wohl hinkriegen. Konfustrahl. Okay, das hat nicht ganz die Wirkung, die ich erhofft habe. Ich kannte die Attacke noch nicht. War nicht bewusst, was er auslöst. Na komm, mach's alle. Hau einmal rinne hier. Mach. Hier, Spukball. Das wird wohl reichen hier. Zack, zack. Immer reingespukt. Okay, reichen wird's nicht. Sorry, ich habe mich wieder verschätzt. Gegenstoß. Komm, das wird doch mal was bringen. Bats. So, das sieht episch aus. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber wir haben gesiegt. Mal wieder. Daria besiegt. Wenn ich das Meer von Anona komplett abschwimmen will, brauche ich eindeutig mehr Muskelmasse. Muskelmasse ist grundsätzlich nicht schlecht. Lohnt sich das mal ein bisschen, da mal ein bisschen anzusetzen an dem Punkt. Und ja.
zur Zeit, wo ich das gerade aufnehme, kommt gerade eine schöne Serie, also schön, würde ich es nicht nennen. Ja, ich habe es so genannt, aber eine schöne, in Anführungszeichen, Sendung. Ja, jeder, der das verstanden hat, diese Anspielung, der weiß, was läuft, der ungefähr das Datum im Auge hat, wann das aufgenommen werden sein könnte, wenn ich das gedreht haben könnte. Donnerstag, der, wie viel, ich glaube, der 8. ist heute, Donnerstag, der 8. Heute läuft was sehr, ja, was sehr Schönes. Auf Pro7 übrigens. Ja, gut, jetzt wissen es einige. Ich werde nicht drüber reden, nein. Zu viel off-topic, zu viel Weird-Tonk. Nee, muss man auch nicht drüber reden. Ihr könnt euch meine Meinung dazu vorstellen. Schluss damit. So, ein paar Erfahrungspunkte. Flenny, das ist auch mal gut, kann er sich mal weiterentwickeln. Oh, er soll sich mal bitte schleunigst entwickeln. Aber ganz schnell. Den will ich als Gengar haben. Nicht als mieses Apollo. So, sind wir schon an der Küste angekommen. Schön, schön. Und jetzt weiter. Da geht's gleich zum Team Sky Quartier, Hauptquartier. Aber erstmal ins Pokémon Center aufgeladen. Und ich würde sagen, vom Gefühl her, ja, die Zeit ist schon rum. Stille pur auf Route 16. Im nächsten Part. Ja. Zeit wird es, den Part zu beenden. Ich weiß nicht, wie lange es, aber vom Gefühl her sollte er schon eine ordentliche Länge haben. Also, ja. Hier gucken wir auch mal im nächsten Part lang. Da scheint es auch was Interessantes zu geben. Und dann gehen wir dort weiter, dort in diese Richtung auf Route 16. Und dann geht's bald nach Pony, nein, nicht nach Pony, das ist die nächste Insel, nach Po-U. Auch so ähnlich, fängt auch mit Po an. Ja, und glaube ich noch einmal so durch dieser Fahrt, ja, sind wir schon bei Po. Sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und gar kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfrost verpassen wollt. Los. Ja. Zum Ende des Parts hin wieder ein bisschen durchdrehen in Sachen Moderation. War so gut der Part, da muss am Ende noch ein bisschen, ja, was geben. Ja, habt noch einen festlichen Tag gehabt, euch wohl und haut drin. Man sieht sich. Ciao, ciao.